Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Mehr als 500 Christen haben dieses Jahr in Nigeria schon ihr Leben verloren. Und das einzig und allein wegen ihrem christlichen Glauben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Fenster zum Sonntag. An diesem Wochenende ist der Sonntag der verfolgten Kirche. In vielen Ländern ist es sehr gefährlich, Christ zu sein. Laut Nachforschungen von verschiedenen Organisationen werden weltweit über 100 Millionen Christen verfolgt. Damit sind sie die am stärksten verfolgte Glaubensgruppe überhaupt. Wir erzählen Ihnen heute Geschichten von Betroffenen aus bekannten Ländern wie Ägypten und Nordkorea, aber auch aus weniger bekannten wie Eritrea oder Laos. Poon und Nita in Laos. Ihre Eltern wurden von einem Tag auf den anderen verschleppt. Die Organisation AVC hilft verfolgten Christen in über 30 Ländern. Jedes Jahr stellt Open Doors einen Weltverfolgungsindex zusammen. In Nordkorea ist die Verfolgung von Christen seit Jahren am stärksten. Der Ägypter Mohamed Dorra ist zum Christentum konvertiert und lebt in Todesangst bis zu seiner Flucht in die Schweiz. Menschen, die von einem Tag auf den anderen verschleppt werden, oder ein junger Mann, der mit 30 anderen Leuten einfach in einen Container gesperrt wird. Schon seit fast 25 Jahren setzt sich die Organisation AVC Schweiz für Christen ein, die bedroht und verfolgt werden. AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Leiten tut die Organisation Daniel Hofer. 4 Monate pro Jahr ist er in verschiedensten Ländern unterwegs, um Christen in Not zu helfen. Menschen wie Poon und Nita aus Laos. Ihre Eltern und ihr kleiner Bruder wurden nach einem Gottesdienst zu einem Gespräch gerufen. Ihr Vater rief ihnen noch zu, sie sollen bei der Kirche auf sie warten. Das war vor 8 Jahren. Seither fehlt von ihren Eltern und ihrem Bruder jede Spur. Daniel Hofer setzt sich seit Jahren für verfolgte Christen ein. Per Skype bespricht er mit seiner Verbindungsperson die aktuelle Situation von Poon und Nita aus Laos. Weshalb ihre Mutter und ihr Vater verschleppt wurden, ist für Daniel Hofer klar. Er ist schon jahrelang Christ und aktiv. Er hatte schon vorher Probleme mit der Polizei. Er ist etwa 3-mal, glaube ich, schon gerufen worden. Einmal haben sie ihn 10 Tage festgehalten auf der Polizeistation. Also da ist schon im Vorfeld natürlich einiges gelaufen. Und ich habe das Gefühl, das war Vorbereitung, um ihn definitiv loszuwerden. Daniel besuchte Poon und Nita schon mehrmals, zuletzt diesen September. Zusammen blicken sie zurück auf die Geschehnisse von damals. Wir Kinder waren verzweifelt, weil wir nichts hörten. Wir weinten jeden Tag. Normalerweise kochten die Eltern für uns. Jetzt war nichts mehr auf dem Tisch. Auch meine Großmutter war verzweifelt. Sie konnte nichts mehr essen. Sie sagte meinem älteren Bruder, er solle noch etwas verkaufen und das Geld der Polizei bringen, damit sie etwas unternehmen. Poon und Nita verstanden damals nicht, weshalb ihre Eltern nicht zurückkamen. Ich wartete Tag für Tag, Nacht für Nacht auf meine Eltern und meinen Bruder. Ich saß immer auf der Treppe unseres Hauses. Jedes Mal, wenn ich den Bus hörte, hoffte ich, dass sie zurückkommen. Dies während 6 Monaten. Doch sie kamen nicht. Nach 1,5 Monaten war für mich klar, dass meine Eltern und mein kleiner Bruder tot sind. Mein Vater war ein sehr eifriger Christ und nutzte jede Gelegenheit, anderen von Gott zu erzählen. Ich bin sicher, dass das der Grund war. Mir geht im Prinzip davon aus, dass sie leider nicht mehr im Leben sind. Aber eine kleine Chance besteht vielleicht gleich noch, weil es ist schon vorgekommen, dass Leute in so wie Camps von der Armee verschleppt worden sind. Und die sind so abgeschottet, dass eben niemand herkommt, wo keine Informationen rauskommen. Laos liegt nordöstlich von Thailand. Die Idylle der schönen Landschaften trügt. Seit 1975 regiert hier ein kommunistisch-atheistisches Regime, welches die Gesellschaft streng kontrolliert und Christen massiv unterdrückt.
Dass Leute verschleppt werden, kommt immer wieder vor. Poon und Nita seien wohlauf, erfährt Daniel vom Kontaktmann im thailändischen Bangkok. AVC ermöglicht ihnen eine Ausbildung und unterstützt weitere Angehörige von verschwundenen Personen. Insgesamt ist AVC in über 30 Ländern aktiv. Einmal pro Monat trifft sich das ganze Team, heute am Hauptsitz in Safnon bei Biel. Amputiert und so sagt ihr, schrecklich, was seid ihr mal hier dazu? Wir haben die Foto bekommen. Du hast ja schon mitgebracht. Die Treffen sind für uns als Team sehr wichtig, weil etwa 4 von 8 Mitarbeitern arbeiten meistens von daheim aus. Teil sehen wir einen Monat lang oder länger gar nicht. Wir haben verschiedene Projektleiter in unserem Team, die für die verschiedenen Gebiete verantwortlich sind. Und das ist schon wichtig, dass wir austauschen können. Heute berichtet Sascha Ernst über die neuesten Entwicklungen und Verfolgungen im Iran. Es ist noch ein Unterschied, ob man ein armenischer Christ ist oder ob man ein konvertierter Muslim ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Apostasiegesetz, Verfehlung heisst Abfall vom wahren Glauben und da kann Todesstrafe sein. Im Iran droht laut Apostasiegesetz einer Muslima, die zur Christin geworden ist, lebenslange Haft. Männern noch drakonischer die Todesstrafe. Die Christen treffen sich deshalb im Untergrund, zum Beispiel in ihren Wohnungen. Die Behörden versuchen Namen zu erfahren, besonders von konvertierten Christen. Es gibt Leute, die werden regelmäßig abgeführt, kriegst einen Sack über den Kopf und dann wirst du ins Verhörzentrum geführt. Und dort werden stundenlang Fragen gestellt. Zum Teil physische Misshandlung, aber zur Zeit, das, was ich so mitgekriegt habe, eine der stärksten physischen Misshandlungen ist, dass man Schlafentzug macht. Das heisst, mit stundenlangen Verhören, die nicht enden wollen. Oder die Geschichte der Iranerin Nasrin. Ihre Familie bekam früh morgens an Weihnachten 2010 unerwarteten Besuch. Die Polizisten schlugen an die Türe und riefen, zieht euch sofort an, macht die Türe auf, zieht eure Kopfbedeckung an, wir kommen. Sie kamen herein, durchsuchten alles und nahmen alle meine persönlichen Dinge mit. Als wir aus dem Haus traten, fragten sie uns, wie lange wir schon Christen sind. Die Polizei brachte Nasrin und ihren Schwiegersohn ins berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran. Während der ersten 10 Tage war ich so schockiert, dass ich kaum realisierte, was mit mir geschah. Der psychische Druck war groß, denn die Polizei wollte alle Namen unserer Gemeindemitglieder in Erfahrung bringen. Sie verbanden meine Augen und schleppten mich eine Treppe hinunter in den Keller und sagten mir, mein Todesurteil stehe fest. Ich würde jetzt exekutiert werden. Es blieb bei massiven Drohungen. Nach 36 Tagen wurde Nasrin wieder freigelassen. Jetzt könnte man mal schauen, was für Bilder, dass man da rein will. AVC will informieren, was Christen erleiden. Daniel Hofer bespricht sich mit Andreas Rossell. Er ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die Informationsfilme. Ja, Spannung ist schon mal, wenn ich im Land bin, geht es darum, nicht die Einheimischen zu gefährden. Mir als Ausländer passiert nicht viel, ich kann jetzt vielleicht raus, aber die Einheimischen bleiben. Und mir ist wichtig, dass ich dort schon nicht die Leute gefährde. Also in gewissen Arten bin ich ja sternsverrückt worden. Wenn ich sehe, wie Leute unterdrückt werden, fertig gemacht werden, oft im Namen der Religion, und das löst in mir sehr negative Gefühle aus. Diese Bilder aus Eritrea handeln von S. Sein Name darf nicht genannt werden. Weil er sich weigerte, seinem Glauben abzuschwören, wurde er mit 30 anderen Personen in einen Container gesperrt und gefoltert. Days under the sun, day and night. This is the second type and they call this is helicopter. The third kind is very hard. Very hard. Many people groan. When they tie like this. This kind of tying is in Assam. There is one guy that lost his hands. And by the helicopter, there is one brother as he died. He go to heaven. Es überlebte die Folter. Er konnte ins Nachbarland Äthiopien fliehen. Ja, wenn ich so Sachen sehe, das löst natürlich in mir irgendwo Wut aus, oder?
dass Leute fähig sind, solche Sachen zu machen. Andererseits auch irgendwo eine Hilflosigkeit. Man steht der Sache hilflos gegenüber. Ich kann ja nicht nach Eritrea gehen und den Leuten, die in einem Container sind, direkt helfen. Das löst natürlich den Wunsch auf, alles, was irgendwie möglich ist, zu tun für die Leute oder wenigstens für die Angehörigen. 60.000 Eritreer flüchteten wie es in solche Flüchtlingslager in Äthiopien. Es sind grosse Flüchtlingslager dort. Wir helfen über unsere Partner, wir verteilen Hilfsgüter. Wir machen natürlich auch Traumabewältigung, weil die Leute haben psychische Schäden, das ist ganz klar. Da sollten wir eine gute Präsentation herbringen. 2013 feiert AVC Schweiz das 25-jährige Bestehen. Zum Jubiläum soll eine Broschüre und ein Film entstehen. Daniel ist Gründungsmitglied. Angefangen hat bei ihm alles mit einer Kurierfahrt in den damals kommunistischen Osten Europas. Nach dieser dreitägigen Schulung habe ich gedacht, ja, jetzt bist du natürlich der eidgenössisch diplomierte Kurierfahrer. Da kann nichts mehr passieren. Du weißt, wie die Verhalten, die Verhör und so weiter. Und ich bin dann mit einem Kollegen zusammen losgefahren, Richtung Rumänien, mit einem Genfer. Vollgestopft mit Bibeln, etwa 1.500 Bibeln in diesem Platz. Und plötzlich sehe ich vor mir die Polizeisperre. Also es war eine Hauptstrasse, etwa 50 Polizisten mindestens, x Polizeifahrzeuge. Die ganze Straße abgeriegelt, von beiden Seiten alles aufgehalten, mit Maschinenpistolen im Anschlag. Und dann war irgendwie der Kurs vergessen. Oder? Also mir ist das Herz in die Hose runtergefallen. Ich habe nur noch gesagt, Gott, was soll ich machen? Also ich habe nicht mehr ausgewusst. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Stimme gehört, also akustisch. Fahr einfach durch, fahr einfach über die doppelte Sicherheitslinie weiter. Und ich dachte, nein, das kannst du doch nicht machen. Also, wenn du das machst, dann wirst du noch zusätzlich gestraft für Fahrerflucht. Die Stimme kommt noch eines, fahr einfach zu. Und ich habe alle Mut zusammengenommen, habe den Kopf eingezogen und bin dort über die Mittellinie durchgefahren. Und niemand hat sich nach uns gedreht. Das war ein riesen Wunder. Das war 1983 und ist für Daniel zum Schlüsselerlebnis geworden. Seit damals ist für ihn klar, dass er verfolgten Christen überall auf der Welt helfen wird. Die jetzige Gestaltung, also zum Beispiel da. Daniel packt die Koffer für die nächste Reise. Mehr als 4 Monate ist er insgesamt pro Jahr im Ausland, um sich aus nächster Nähe ein Bild über die Ereignisse zu machen. Meist 3 Wochen am Stück. Ein Job, der Opfer fordert, auch für seine Frau Judith. Am Anfang war er meistens einfach 1 Woche weg. Und 1 Woche geht eigentlich relativ schnell vorbei, noch mit 4 Kindern. Aber dann, was dort 3 Wochen war, das ist dann schon ein bisschen happiger geworden. Und ich habe einfach gedacht an die Leute, wie es denen geht, die, was für Umstände sie leben, wie herausfordernd für sie dort auch das Christsein ist. Und darum hat es mir gedacht, es ist eigentlich wichtig und richtig, dass ich parat bin, zu gehen, dass er denen helfen kann. Es komme auch etwas zurück von den Menschen, die Hilfe erfahren. Als ich 1988 in Taschkent war, also aus Pakistan, da bin ich auch zu einer Familie gekommen, die der Mann im Gefängnis war. Eine sehr arme Familie, die hatte kaum zu essen. Es war schwierig drinnen. Wir haben ihnen finanzielle Hilfe gebracht, wir haben sie ermutigt, wir haben gesagt, wir publizieren, was euch da passiert, viele Leute beten für euch. Und dann plötzlich kommt sie mit der Teetasse daher. Und gesagt, das ist das Einzige, was ich habe, aber das gibt er von ganzem Herzen mit. Und das sind so Erinnerungsstücke, die sehr wichtig sind für mich. Das brauchen wir auch bis heute immer wieder. Und ich bin jedes Mal berührt, wenn ich daran denke. Und bis zum Jahr 2010 sind viele der arabischen Länder durch autoritäre Regime beherrscht worden. Christen haben in diesen Ländern einen schweren Stand gehabt. Dann hat eine Serie von Protesten, Aufständen und Revolutionen die arabische Welt zu unter Obsicht gebracht. Langjährige Herrscher und Diktatoren sind zum Teil nach längeren Bürgerkriegen gestürzt worden. Nicht nur Demonstranten, auch die Christen in den arabischen Ländern haben nach dem sogenannten arabischen Frühling auf eine Verbesserung von ihrer Lage gehofft. Aber Christen werden in diesen Ländern nach wie vor verfolgt, zum Beispiel in Ägypten. Einer davon ist der Mohammed Dürra. Er lebt seit gut 2 Jahren mit seiner Familie in der Schweiz. Als Muslim hat er viel über den christlichen Glauben gehört und hat sich vor einigen Jahren entschieden, zum Christentum zu konvertieren. Als einer von wenigen hat er sich getraut, mit unserem Redaktor Michael Gigox zu reden.
Das neue Präsident in Ägypten. Mohamed Dorra zeigt uns Aufnahmen einer Rede des ägyptischen Präsidenten Mursi. Muslimen, die zum Christentum konvertieren, droht die Todesstrafe. Ich musste ins Gefängnis, weil ich vom Islam zum Christentum konvertiert bin. Im Gegensatz zu einer Konvertierung zum Islam ist das ein Gesetzesverstoß. Sowohl gegen die Scharia als auch gegen das Staatsgesetz. Sie haben mich in eine Kammer gesteckt und auf verschiedenste Arten gefoltert. Mit Elektroschock oder sie haben mich aufgehängt in einer feuchten und dunklen Kammer. Oder ich wurde mitten in der Nacht geholt und musste tagelang nur in Unterwäsche ausharren. Auch in seiner muslimischen Familie stieß sein Übertritt zum christlichen Glauben auf Ablehnung. Als sie erfahren haben, dass ich Christ geworden bin, sagten sie mir, ich könne nicht mehr mit ihnen zusammenwohnen. Sie schickten mich weg. Ich musste mein Zuhause verlassen. Ein Mitglied der Familie wollte ihn sogar töten. Einmal mussten wir mitten in der Nacht fliehen. Ich musste mit meiner Frau und meinen zwei Kindern um 2:30 in aller Früh die Stadt verlassen. Nach seiner Flucht in die Schweiz ist eine Rückkehr unwahrscheinlich geworden. In Ägypten habe sich die Situation für Christen nach dem arabischen Frühling sogar noch verschlechtert. Mehr als 200 weitere wurden verletzt. Ich kann nicht zurückkehren. Ich würde wieder verfolgt werden. Aber ich vermisse meine Heimat. Ich wünsche mir eine Rückkehr. Wenn Ägypten ein demokratischer Staat würde, dann würde ich heimkehren. Hier in der Schweiz leben wir in Sicherheit. Aber wir warten nach über 2 Jahren immer noch auf die Bewilligung. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt bleiben können. Ich spüre Gottes Hilfe immer wieder, zum Beispiel bei meiner Familie, wie sie hier leben kann, gepflegt wird und etwas lernen kann. Mir fehlt nur noch, dass meine Kinder sicher hier bleiben können. Immer häufiger, wenn Zahlen und Fakten zum Thema Christenverfolgung in den Medien genannt werden, ist die Quelle Open Doors. Jedes Jahr stellt Open Doors einen Weltverfolgungsindex zusammen. In dem wird festgehalten, in welchem Land Christen am meisten verfolgt werden. Seit 1993 zeigt Open Doors in einem Weltverfolgungsindex auf, wo überall Christen verfolgt werden. Je dunkler die Länderfarbe, desto größer die Repression. Laut dem Index von 2012 werden Christen in Nordkorea am stärksten verfolgt, gefolgt von Afghanistan und Saudi-Arabien. Markant zugenommen hat die Verfolgung in Nigeria, Ägypten und dem Sudan. In Nigeria verloren allein im Jahr 2012 schon mehr als 500 Christen ihr Leben. Bei mir ist jetzt Jürg Gucker, er ist Leiter von Open Doors. Herzlich willkommen, Jürg Gucker. Wir haben uns jetzt gerade einen Ausschnitt angeschaut vom Weltverfolgungsindex. Wie entsteht denn eigentlich so ein Index? Die Grundlage des Weltverfolgungsindex ist ein umfangreicher Fragebogen mit 100 Fragen. Und anhand dieser Fragen wird die Situation der Christen in diesem Land analysiert. Es sind 6 Bereiche, die wir untersuchen. Mein Privatglauben, die Familie, die Gesellschaft. Auf nationaler Ebene wird geschaut. Das Kirchenleben wird angeschaut und die Gewalt, die Christen erleiden. Und mit diesen 6 Bereichen aus denen heraus, die werden nachher mit Punkten bewertet und das gibt nachher die Ranglisten und den Weltverfolgungsindex. Wie stellen Sie sicher, dass die Informationen auch stimmen? Wir haben 4 Quellen. Das heisst, der Fragebogen wird erstens von unseren einheimischen Mitarbeitern vor Ort ausgefüllt. Die kennen das Land. Dann haben wir interne Experten, die die Verfolgungssituation in den Ländern kennen. Die füllen den Fragebogen auch aus. Dann haben wir externe Leute, Journalisten, lokale Kirchenleiter, die den Fragebogen ausfüllen. Und als 4. Bereich werden Medien berichten.
gesammelt und analysiert aus diesen Ländern. Seit vielen Jahren ist Nordkorea auf dem ersten Platz vom Weltverfolgungsindex. Und Jürg Gucker hat uns Filmmaterial mitgebracht, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Vor mehr als 100 Jahren wuchs die christliche Gemeinde in Nordkorea so schnell, dass Pyongyang als Jerusalem des Ostens bekannt wurde. Dann, 1910, besetzte Japan Korea und begann, die Christen zu verfolgen. Diese Verfolgung setzte sich unter der Herrschaft der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg fort und wurde nach der Teilung in Nord- und Südkorea noch schlimmer. Seit dem Jahr 2002 steht Nordkorea auf dem ersten Platz im Weltverfolgungsindex von Open Doors. Ende 2011 wurde Kim Jong-un der neue Führer von Nordkorea. Für die rund 400.000 Christen im Land änderte sich jedoch nichts. Für sie bleibt das Risiko enorm hoch, aufgrund ihres Glaubens an Gott eingesperrt zu werden. Eine Bibel zu haben oder mit jemandem über Jesus zu sprechen, bringt sofort Gefängnis oder gar den Tod. Eines Tages kam die Polizei und durchsuchte unser Haus. Sie fanden einzelne Bibelverse, die ich per Hand kopiert hatte. Sie schrien mich immer wieder an, nahmen meinen Mann und die Kinder mit. Unsere ganze Familie wurde ins Arbeitslager gebracht. Wir mussten uns zu Tode arbeiten. Ich weiß nicht, ob meine Eltern, meine Kinder noch im Arbeitslager sind. Ja, ob sie überhaupt noch leben. In diesen Gefängnissen zu leben, das ist die Hölle. Christliche Familien starben zu Tausenden. Open Doors nimmt an, dass im Moment jeder zehnte Christ in einem Arbeitslager einsitzt. Circa 40.000 Menschen. Einigen gelang die Flucht und so konnten sie ihre Geschichte erzählen. Ich will die Welt wissen lassen, was für Grausamkeiten wir in Nordkoreas Gefängnissen erleiden müssen. Ich wurde ins Jodok-Gefängnis gebracht. 9 lange Jahre war ich dort. Sie behandelten uns wie Tiere. Nein, sogar Tiere leben besser, als wir es taten. Was mich am traurigsten machte, war die Tatsache, dass sie auch meine Eltern und Kinder ins Gefängnis warfen. Und das nur, weil ich Christ war. Mein Vater, meine Mutter, die ganze Familie kam ins Gefängnis. Als erstes verlor ich meinen Vater im Gefängnis. Ich musste seinen toten Körper in eine Strohmatte einwickeln, weil sie keinen Sarg hatten. Kurz darauf starb meine Mutter. Sie verhungerte. Als ich auch meine Kinder verlor, zerbrach mein Herz. Ich fühlte mich so traurig und elend. Es schmerzte so sehr. Ich sah so viele tote Körper herumliegen. Sie sind alle verhungert. Sie lagen übereinander aufgeschichtet in den Feldern und Bergen von Jodok. Jürg Gucker, wenn man das so hört, dann ist man einfach nur schockiert. Warum werden Christen eigentlich so bekämpft? Das Regime in Nordkorea hat Angst vor Leuten, die selber denken und die etwas anderes glauben, als was von der Regierung vorgeschrieben wird. Warum kann man denn da nicht mehr dagegen machen? Nordkorea ist ein völlig isoliertes und abgeschottetes Land. Die Regierung kontrolliert alles und herrscht brutal. Einfluss zu nehmen von außen ist fast nicht möglich. Man kann nicht reisen ins Land, man kann sich im Land nicht frei bewegen, man kann nicht Kontakt aufnehmen mit Leuten in Nordkorea. Es gibt kein Internet, es gibt kein Fernsehen, es gibt nichts. Und auch Hilfsorganisationen können in diesem Land fast nicht arbeiten und wenn, dann nur unter völliger Kontrolle. Wie kann man denn gleich diesen Menschen in Nordkorea helfen? Jede Hilfe ist sehr gefährlich und es gibt 3 Arten, wie man helfen kann. Das erste ist, dass wir sogenannte Safe Houses haben, sichere Häuser im Grenzgebiet zu China. Nordkoreaner, denen eine Flucht gelingt über die grüne Grenze, finden in diesen Häusern Aufnahmen, sie sind geholfen, sie gehören auch von Jesus Christus. Viele entscheiden sich dann wieder zurückzugehen, andere probieren in China Fuß zu fassen oder nach Südkorea zu fliehen. Der zweite Bereich ist, dass man probiert, Medikamente, Kleider, Lebensmittel, Bibeln, Literatur ins Land zu schmuggeln und dort zu verteilen.
Und das dritte sind einheimische Mitarbeiter, die in Nordkorea unterwegs sind und unter grosser Gefahr Christen besuchen, für sie zu ermutigen und für sie zu schulen. Ein anderes Land ist auf dem Index weit vorgerutscht, Nigeria, vom 23. auf den 13. Platz. Meldungen von Übergriffen an Christen hört man fast wöchentlich in den Medien. Und von Nigeria haben sie uns ebenfalls viel Material mitgebracht und das schauen wir uns jetzt an. Einen markanten Sprung im Weltverfolgungsindex nach vorne machte Nigeria. Die massiven Übergriffe auf Christen sind vor allem im islamischen Extremismus zu finden. Insbesondere die radikal-islamische Sekte Boko Haram, was so viel heißt wie westliche Erziehung ist Sünde, verübte mehrfach brutalste Gewalttaten. Von 2009 bis Ende 2011 sind im Norden von Nigeria über 50 Kirchen von der Sekte zerstört und 10 Pastoren getötet worden. Bei den Anschlägen töteten sie insgesamt mehr als 1000 Menschen. Die Anschlagsserie auf Christen im Norden von Nigeria ging auch im Jahr 2012 unvermindert weiter. In diesem Jahr sind bereits wieder über 500 Christen bei Anschlägen von Boko Haram getötet worden. Das Land ist zweigeteilt. Im Süden leben mehrheitlich Christen, im Norden Muslime. Jürg Gucker, wir haben es gehört, bereits 500 Christen sind wieder getötet worden. Was ist denn das Problem in Nigeria? Es gibt zwei Probleme, und wir haben es vorhin im Beitrag schon gehört. Das erste Problem sind die islamistischen Terroristen von Boko Haram, die Christen angreifen, die Gottesdienste überfallen und viele Menschen töten und verletzen. Ihr Ziel ist ein islamischer Gottesstaat und damit die Vertreibung von allen Christen. Und das zweite Problem ist, dass das Land zweiteilt ist. Es gibt im Norden eine islamische Mehrheit, im Süden eine christliche Mehrheit. Und im Grenzgebiet zwischen den beiden kommt es zu den Auseinandersetzungen und dort werden Christen bedroht. Auffallend ist ja, dass von den ersten 10 Ländern auf dem Index 9 davon islamisch sind. Warum ist das so? Der Islam in diesen Ländern toleriert keinen anderen Glauben neben sich. Es gibt nur einen Glauben, der Islam. Nicht nur Christen leiden dort, sondern auch andere Glaubensgemeinschaften. Der Islam, also die Religion in diesen Ländern, ist nicht Privatsache, sondern umfasst alle Bereiche des Lebens. Das Private, das Gesellschaftliche, das Staatliche. Und darum darf etwas anderes nicht Platz haben. In 2 Monaten veröffentlichen Sie ja den neuen Weltverfolgungsindex. Wo sind denn die aktuellen Brennpunkte? Ich denke, wir werden weiterhin aus den Ländern aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika hören. Das sind die Länder vom sogenannten arabischen Frühling. Von Frühling merken Christen leider dort wenig. Wir werden von Ägypten hören. Die Frage ist, in welche Richtung dass sich die islamistische Regierung dort entwickelt. Bleiben Christen Bürger zweiter Klasse? Syrien ist ein Beispiel. Welche Kriegspartei wird sich durchsetzen? Was heisst das für Christen? Und leider werden wir vermutlich auch weiterhin von Gewalt aus Nigeria hören. Können wir gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Jürg Gucker, für das Gespräch und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke. Wenn Sie noch mehr zum Thema Christenverfolgung wissen wollen, dann machen Sie mit bei unserer Buchverlosung. Zu gewinnen gibt es 5x1 Exemplar vom Buch «Verfolgte Christen», herausgegeben vom deutschen CDU-Politiker Volker Kauder. Schreiben Sie mir jetzt ein einfaches Stichwort «Verfolgte Christen» bis zum nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. In einer Woche begrüsse ich Rudi Joseran zum Tag mit dem Titel «Scheitern verboten». Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, dann zum Thema Weltuntergänge. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, aus Überzeugung, Fenster zum Sonntag. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.